Festnahmen und Hausdurchsuchung nach einem der heftigsten Diebstähle der letzten Jahre. Ein junges Pärchen soll am Diebstahl von Bitcoins im heutigen Wert von mehr als 4 Milliarden Dollar beteiligt gewesen sein. Netflix will es verfilmen. Wer sind diese mutmaßlichen kriminellen Masterminds? Nun, zum einen Sie. Ja, wirklich. Heather Morgan heißt die Frau, a.k.a. Russell Khan. Und ja, sie rappt in der Wall Street. Da beschäftigen sich auch deutsche YouTuber ausführlich mit dem Fall und stellen die Frage: Könnt ihr euch vorstellen, dass diese beiden Freaks an einem Diebstahl von 4,5 Milliarden Dollar beteiligt sind? Der Fall macht weltweit Schlagzeilen. Mit eben zwei Freaks. Denn neben Frau Morgan ist auch ihr Ehemann Ilja Liechtenstein jetzt dran. Und der isst gerne mal etwas Spezielles. I taste all her cat food. I tasted her tiki cat and I'm like, this is pretty good. Ein riesiger Bitcoin-Coup und dann solche Rap-Videos und Social-Media-Auftritte. Wie die beiden nach dem gigantischen Verbrechen geschnappt wurden und welche Abgründe sich da sonst noch auf ihren Kanälen auftun. Russell Khan, the first out, you better win. Come real far, but don't know where I'm heading. Motherfucking crocodile of Wall Street. Diebstahl, wie schenken, nur unfreiwillig. Gibt's auch bei Bitcoins. 2016 hat diese Nachricht die Welt erschüttert. Bitcoin-Börse Bitfinex verliert 120.000 Bitcoins durch Hack. Und die sind heute eben mehr als 4 Milliarden Dollar wert. Heather Morgan und Ilja Liechtenstein sollen in den Diebstahl involviert gewesen sein. Die Behörden haben jahrelang ermittelt und das vermeintliche Gangsterpärchen hat sein abgefahrenes Leben gelebt. So haben sie zum Beispiel eine 500 Dollar Geschenkkarte bei Walmart gekauft. Amazon war ihnen zu zwielichtig. Ein solcher Kriminalfall. Da stellt sich die Frage, wer sind diese Menschen, was treibt sie an? Morgan gewährt bei TikTok Einblicke. Being yourself is what's really cool. That's what's up. Na, wer wünscht sich jetzt die Tonaussetzer von gestern zurück? Außerdem fühlt sich Morgan in der Rolle der Gangsterin offenbar richtig wohl. Zum Beispiel, wenn sie über Geschlechtsverkehr mit Großmüttern rappt. Russell Khan's the name, that hot grandma. You really wanna bang. Always run the guilt game ever since I was 15. I'm many things. A rapper, an economist, a journalist, a writer, a CEO and a dirty, 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 dirty hoe. Wenn sie so dirty ist, warum sitzt sie dann in der Badewanne? Morgan ist also nicht nur Rapperin und Freundin von einem Katzenfutter-Konnoisseur, sondern auch Journalistin. Sie hat für das Forbes-Magazin geschrieben. Dort warnte sie etwa in einem Artikel vor Cyberkriminellen und Betrugsversuchen. Um die gestohlenen Bitcoins ausgeben zu können, muss man sie reinwaschen. Die ganze Aktion war so riesig, dass sich auch die US-Regierung eingeschaltet hat. Die stellvertretende Justizministerin sagt: The defendants use sophisticated efforts to launder the stolen cryptocurrency. Sophisticated also. Die? One, two, three, four. Viel intelligenter dagegen ist es, jetzt diesen Kanal zu abonnieren. Dann seid ihr bald tot. Anfang Januar haben sie die beiden dann geschnappt. Und wir vermuten ihn, also Ilja Liechtenstein, dann so. Delta 4 ein Team, der Tatverdächtige nähert sich dem Katzenfutter. Bereithalten, Zugriff! Gut, die Fangtechnik war nicht perfekt, es kam zu mehreren Verdächtigen. Nummer 4 plant doch was, oder? Aber klar, das ist natürlich Blödsinn. Das FBI hat einfach an die Tür geklopft und die Wohnung durchsucht. Gefunden haben sie da zum Beispiel eine Tasche voller Handys und zwei sehr geheime Geheimverstecke in irgendwelchen alten Büchern. The defendants used sophisticated efforts. Bei der Durchsuchung wollten die beiden nicht dabei sein. Vielleicht wollten sie lieber mit ihrer Katze Gassi gehen. Space Pimp Lifestyle. Marisa, hello. Totally a Space Pimp. And me, Russell Khan, also. Pretty Space Pimpin' with these pants. Got a dope fanny. Die Polizei hat jedenfalls vor der Durchsuchung erlaubt, dass Morgan sich die Katze schnappt und verschwindet. Gelegenheit für Morgan, einen Megatrick anzuwenden. In den Justizakten steht:
Während Morgan neben dem Bett hockte und nach der Katze rief, positionierte sie sich neben dem Nachttisch, auf dem noch eines ihrer Telefone lag. Dann griff sie nach oben, nahm ihr Handy vom Nachttisch und drückte wiederholt auf die Sperrentaste. Die Strafverfolgungsbehörden mussten ihr das Telefon aus den Händen reißen. Das war bestimmt nicht einfach. Razzlecon Morgan steht schließlich für totale Körperbeherrschung. No lines and no wait, let's degenerate. The catfishing queen, my track's always clean. Ja. Interessant ist auch, wie die beiden in den Fokus der Polizei geraten sind. Und mit interessant meine ich komplett dämlich. Der österreichische Standard schreibt, den Behörden soll die Beschlagnahmung auch gelungen sein, weil Liechtenstein die Adresse der verwendeten Wallets wie auch die privaten Keys für selbige in einer Liste am Cloud-Speicher seines E-Mail-Anbieters hinterlegt hat. Der Typ hat Adressen und Passwörter an ein und demselben Ort gelagert. Und dann auch noch in der Cloud. Sophisticated efforts. Angeblich trauen nicht mal die Behörden den beiden zu, die Börse damals alleine gehackt zu haben. Im Verfahren geht es deshalb auch vor allem um Geldwäsche. Wobei, vielleicht ist der trottelige Auftritt auch nur Tarnung und Taktik. Man wird eines großen Coups beschuldigt und stellt sich dann unglaublich blöd, sodass einem keiner das Verbrechen zutraut. Wo haben Sie die Wirecard-Milliarden versteckt, Herr Masalek? Wer ist dieser Masalek? Ich bin Captain Wirebart. Arr! It's a kind of magic. Na los, aus wieder! Hol uns heu! Ich war nie entscheidend bei Wirecard. Sie gaben mir nur Geld für meinen geilen Bart. Wirecard! Auch verhaftet gehört der Ton in unserem Video gestern. Ihr habt geschrieben, coole Show, nächstes Mal vielleicht mit Ton auch rechts. Wenn man das Video nur mit dem rechten Kopfhörer schaut und sich wundert, ob die Tonspur kaputt ist. Gut, mir ist das nicht aufgefallen. Ich habe das Video wie immer in der vollen U-Bahn laut über die Lautsprecher gehört. Aber natürlich will ich für euch wissen, was da passiert ist. Es ist Zeit für unser Valulis Blame Game. Markus, du hast ermittelt. Konntest du einen Schuldigen finden? Ja, natürlich. Der Fachmann spricht da aber, glaube ich, von einer Versterioisierung. Was das genau ist, wissen nur unsere Techniker. Deswegen habe ich einfach dort mal direkt vor Ort nachgefragt. Natürlich erst ganz ohne die Drohkulisse und die Schuldzuweisung, ne? Ja, natürlich. Natürlich. Und ich konnte bei Seppo, unserem Chefe de Schnitt, einiges erfahren. Und woran lag's? Das lag an diesem Schalter, der ist ganz nach links gedreht. Dieser Schalter ist ganz nach rechts gedreht. Das ist Sabotage an meiner Arbeit. Und wer hat das jetzt gemacht? Markus, konntet ihr das Problem beheben? Ja, mit ganz viel Fingerspitzengefühl haben wir dafür gesorgt, dass das nicht nochmal passiert. Einmal, zweimal, dreimal. Sehr schön. Das sind großartige Neuigkeiten. Genau, die Tonprobleme gehören jetzt für immer der Vergangenheit an. Ein Versprechen, das wir definitiv halten werden. Absolut. Hallo Zuschauer, auf deinem rechten Ohr hörst du gerade den Abo-Button und auf deinem linken Ohr ein weiteres Video von uns. Und darunter, wir bauen einen Krypto-Coin von So Many Tabs.